So, und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben, Part Nummer 74. Ups. Den Wacholder wollte ich nicht trinken. Und zwar, ja, jetzt wollte ich ja doch ganz gerne den Pyramidenplatz mal in Augenschein nehmen. Von daher hauen wir es los, ne? Mit dem relativ mächtigen Feuerball im Gepäck und 150 Mana. Wie viel brauchen wir dann überhaupt? ...15.000 ungefähr. Wir haben jetzt fast, ja doch, knapp 15.000 bis 16.000. So, hier ist relativ viel clear. Da hinten könnte noch ein bisschen... Achso, Snapper brauchen ja fast nichts mehr. Okay. Ja, die sind es noch nicht mehr wirklich wert, dass man sie anscheißt mit Feuer. Das war, glaube ich, die Golemhöhle, ne? Meine ich. Ja, müsste schon alles leer sein, ja. Gut, dann gucke ich mal auf der linken Seite, ob da irgendwas zu finden ist. Wie viele haben wir es denn jetzt? 20 nach 7. Ja, hier ist nichts mehr. Gut, die Höhle habe ich. Ach so, ja. Feuernessel nehme ich, Feuerwurzel. Ja, so viele brauche ich davon auch nicht mehr, ne? Aber YOLO, YOLO, Feuerwaran. Die sind natürlich übel. Mal gucken, ob ich es schaffe, die einzeln zu kriegen. Weil die sind natürlich echt ordentliches Ding. Geht. Aber ich glaube, die sind auch ziemlich... Ja, die kriegen doch ordentlich Damage. Fuck! Also ich will ja nichts sagen, aber das zieht schon echt an der Bredouille hier. Vor allem, dass das Brennen halt noch Damage macht, ne? Da ist nichts zu. Da ist nichts zu holen, ja. Ein bisschen. Ja, komm. Scheiß mal auf diese Kräuter hier. Ganz im Ernst. Habe ich da oben schon alles? Ich meine schon. Ich habe hier schon ziemlich viel abgegrast. Weswegen der ganze Geschiss auch am Anfang relativ leicht war. Gold, 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 Gold. Warum habe ich das Gold nicht aufgesammelt? Ach so, weil es so wenig ist. Na gut. Kann ich da oben noch irgendwas machen? Nö. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo eine alte Schatzkarte. Landkarte, Stadtkarte, Landkarte, sehr alte Karte. Ja, da ist dieses Pyramidengeschiss. Ja, da war ich doch schon.
kurz zurück und hauen drauf, was das Zeug hält. Und holen uns dein Fell. Blauflieder, Heilpflanzen. Ja, für so Pflanzen bücke ich mich nicht mehr. Die bringen mir leider gar nichts mehr. Es ist zwar schön, dass sie da sind, aber das war es auch schon. Dunkelpilze, ja. Dunkelpilze und Äpfel, ja. Aber der Rest ist einfach nur noch... Ich weiß, das mache ich jetzt schon ziemlich häufig. Könnte mir mal einen anderen Slogan aussuchen, aber... Ich finde es lustig. So... Wum, bum, 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 bum. Ist jetzt die Frage, wo will ich lang? Ich habe hier größtenteils, soweit ich weiß, ziemlich viel abgegrast. Fehlt eigentlich nur noch diese eine, hier war ich. Ich gehe mal hier lang. Und gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ist immer ganz praktisch, hier mit einem Zauber entlang zu gehen. Siehst du, wenn nicht was auf dem Boden ist, wenn irgendwelche Pflanzen zu finden sind. Aber dafür siehst du, wenn irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Da Wasserhöhlen gibt es hier, glaube ich, keine, oder? Bin mir nicht so ganz sicher. Och, Mann. So, Pyramidenplatz haben wir jetzt gemacht. Schade, dass es nur einen schwarzen Troll gibt. Ich hätte jetzt echt nichts dagegen gehabt, wenn der wiederkommt. Aber den haben wir ja schon besiegt. Oh, das war schon echt hart, ey, wie wir den geklatscht haben. Das war schon grauenhaft. Das war schon grauenhaft lucky und buggy und glitchy und grenzt schon fast an Cheaterei. Aber nur fast. Wir haben das legal gemacht. Also von daher schäme ich mich nicht. So, die zwei Halunken haben wir natürlich super geschafft, uns abzuhalten. Hat mir gar nichts gebracht. So, ihr Halunken. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Nein, leider nicht. Na schön. Dann muss es eben... Das hast du gut gemacht. Ich dachte, ich hätte Sumpfkraut dabei. No, zwei Pflanzen habe ich. Ja gut, es geht auch ohne. Die wollten sich nur einen hinter die Binde kippen. Oh, Piruka, haut raus hier. Oh, Xalas lässt aber nicht nach. Ah ne, das Blaue war ja Watras. Los geht's, Piruka. Watras! Xardas! Ihr alten Männer, ihr. Haut raus, was geht. Ich will zurück ins Miental. Ich weiß nämlich echt nicht, was ich hier noch alles zu tun habe. Wirklich nicht. So richtig weiß ich nicht. Geht halt so. Obwohl, ich könnte in einem Platz noch... Ja, so ein bisschen was könnte ich noch abgrasen. Ja, der Pyramidenplatz ist jetzt abgehakt. Komplett. Da gibt es nichts mehr. So, für damalige Verhältnisse
sah das schon geil aus, muss man sagen. So, so langsam könnte es aber fertig sein. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Cool. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Und wie soll ich das herausfinden? Ich glaube nicht, dass die Drachen Bock haben, mit mir zu quatschen. So, Meister. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Ja, muss dem Matthias mal ein bisschen vertrauen. Du hast mehrfach bewiesen, dass du bereit für den Hohen Orden der Feuermagier bist. Oh. Mit dem heutigen Tage bist du ein Mitglied des Rates und wirst unseren Orden in der Welt vertreten. Du bist nun hoher Feuermagier. Trage die hohe Robe mit Würde und bringe dem Orden Ehre und Wohlstand, mein Bruder. Yo. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Mhm. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Alles klar. Cool. Ja, geil. Jo, die Feuerrobe hat's echt mal drauf, ey. Er kann hier die Piratenrüstung und die Ravenrüstung einpacken. Schon gar die Feuermagierrobe. Alter, schwere Feuerrobe. 100, 150, 50. Und ich habe ja noch dieses Zeug, ne, hier. Schutz vor Magie. Unbesiegbarkeit. Schutz vor Feuer. Und halt noch Schärfe des Feuers. Alter Schwede, ey. Jetzt haben wir einen ordentlichen Rüstungsbonus bekommen. Stimmt, wir sind noch nicht im vierten Kapitel, sondern das kommt erst, wenn wir das Minental jetzt betreten müssen. Also wir müssen jetzt offiziell das Minental betreten. Ich will aber noch mal ein bisschen herumgammeln und farmen. Und zwar einfach hier, um noch ein bisschen was abzuklatschen. Oder wir können direkt ins Minental betreten. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal diesen Part etwas kürzer, weil der letzte so lang war. Deswegen würde ich sagen, das entscheidet ihr, weil ich brauche jetzt echt auch mal eine Pause. Ich habe jetzt 3 Stunden am Stück aufgenommen. Zwischendurch hatten wir eine klitzekleine Pause gehabt, aber das war ja auch eher so... Meh. Hallo Schattenläufer! Hi! Tschüss! Ja, ey, das ist ja jetzt echt, alles... Ein Snack, Mann. So, gibt's hier noch was? Blutfliege? Hi. Tschüss. Hallo, Blutfliege. Hi. Tschüss. Gut, was haben wir denn hier noch? Irgendwelche Lümmel, die auf die Backen wollen? Jo.
Läuft hier noch irgendwas rum? Das wollte ich nämlich am Anfang abchecken. Also eigentlich, weil wenn hier noch ein paar Drachensnapper rumlaufen, dann dort. Aber ich glaube nicht. In diesem Waldstück könnte halt überall noch was sein. Ich denke aber nicht, dass hier noch was rumeiert. Außer vielleicht links oben. Ja, Feldräuber, aber jetzt nichts, was es lohnt. Oh, Krieger! Oh, Krieger! Geil! Ja, ich hab eine neue Rüstung, Bro, da guckst du aber blöd, hä? Ja, und einen neuen Rapier, ne? Bin ich mehr hier die. Bin ich mehr die kleine Muschi hier aus dem. Aus dem zweiten Kapitel? Vergiss es, Mann! Hallo, Wargen! Ja, das ist natürlich jetzt easy, ne? So, tschüss. Tschüss, komm her. So, was haben wir denn hier? Noch ein Wagen. Ach, blöd gelaufen. So, dann loot ich mal. Oh, super. Mit dieser Rüstung ist das Hammer, ey. Da gehst du ab wie Schmitz Katz, mein Freund. Das kannst du aber glauben. So, jetzt den ganzen Geschiss mal gelootet. So, jetzt hier noch einmal. Mana, Hunde, ja komm, ich kann hier trinken und zu mir nehmen, was ich will. Wir können jetzt hier richtig aufräumen. Vor allem mit dem Feuerball können wir die Tiere nochmal richtig schwächen, bevor sie auf uns drauf rennen wie bekloppt. Jetzt mal gucken, was hier noch so rumkeucht und fleucht. Sieht für mich nach nichts mehr aus. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Noch ein Warg. Einer oder zwei? Na komm her, Bursch. Ja, wuff, 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 wuff. Ja, jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst vor deinen Zähnchen. Gibt es ein paar. Yo. Na gut. Wenn ihr unten kuscheln wollt, gerne. Kein Problem, soll mir recht sein. Reines Mana ist zwar ganz nice, aber... So, dieser Part mache ich nicht mehr ganz so lange. Ja, toll. Ah, ich habe doch einen getroffen. Sorry, Blutflieger, aber du bist mir gerade auf den Sack.
Nicht, dass mich das stören würde. Aber doch. Feuerwurzel! Ja, bringt mir halt nur nichts, wenn ich keine Kronstöckel mehr habe. Hallo, Ork-Krieger. Okay, 2 wird knapp. Obwohl, ich habe ja damals schon im zweiten Kapitel 2 Stück hingekriegt. Na, komm her. Easy peasy, lemon squeezy, Mann. Da ist nichts zu holen. Wie, da ist nichts zu holen? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Dein Kollege ist aber hier, Ork-Krieger, dein Kollege ist aber ein ganz schön armes Schwein. Habe ich den Wag getroffen? Nein. Mensch. Und was haben wir hier am Rumfliegen? Ein Feldräuber, noch ein Feldräuber. Eine Riesenratte. Räume mal auf hier, ha? So, hier sonst nichts mehr? Nein? Stimmt, da unten habe ich mit Laris aufgeräumt. Nichts zu holen. Die habe ich gelootet. Jo. Ja, komm, Jolo, auf sie mit Getümmel! Nein, das war mir eigentlich zu viel. Ich glaube, die schaffe ich noch nicht. Also nicht so. Da habe ich nicht genug meine Frierfähigkeit. Oh. Wie ich schon sagte, so ein Ork-Krieger ist dann doch schon so eine Ork-Elite ist immer noch eine Hausnummer. Geht auch so langsam zur Neige. Aber genau das will ich ja. Ich habe keine Ahnung, wofür mir diese Kackweidenbären braucht. Die goldenen Ringe, die die fallen lassen, ich glaube, als Paladin kannst du die dem Dingsbums geben, dem Lord André, goldene Ring. Ich glaube nämlich, die haben nämlich orkische Kriegsringe später als Paladin. Aber hier gibt es auch wieder neue Leute. Nee, doch nicht. Okay. Ah, hier gibt es noch ein paar Wargen. Hallöchen. Na kommt her. Put, 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 put. Ah ne, das sind normale Ork-Eliten, die ich gerade geklatscht habe. Es gibt noch ein paar stärkere Ork-Eliten, das sind so orkische Kriegsherren. Die sind ein bisschen stärker als die Eliten.
kannst sagen, was du willst, aber hier ist noch einiges los. Oh, Zombies! Zombies! Ey, das gibt wieder Kohle und ich weiß gar nicht, wohin mit dem Scheiß. Hi! Und vor allem weiß ich auch gar nicht, was es hier zu holen gibt. Ich meine, die Zombies stehen doch nicht einfach so hier. Skelett! Na komm her! Ey, die neue Rüstung ist der Hammer, ey. Aber hier gibt's nichts. Wenn es hier wenigstens irgendwas Besonderes geben würde. Außer ein Heilkraut. Und noch ein Heilkraut. Das ist ja irgendwie langweilig. Kleiner, verwahrloster Friedhof, wo sich einer selbst gehängt hat. Nee, selbst hat er sich nicht gehängt. Aber trotzdem, ein bisschen boring ist das schon. Aber na gut. Kann man nichts machen. Oh, hier kriegst du echt keinen Überblick, ey. Ja, soviel zum Thema zu diesem Typen. Was willst du hier oben? Hier oben gibt es nichts. Ja, hat man ja da unten gesehen. Niklas, wir könnten ihn jetzt da oben umknüppeln. Das würde kein Arsch interessieren. Aber, YOLO. Ja, soviel zum Thema. Ich höre noch 14, 15 Minuten wieder auf, weil der Part macht den Part ein bisschen kürzer. Jetzt bin ich schon wieder 27 Minuten hier. Weil ich einfach gerade so voll gehypt bin. Aber ich brauche echt langsam eine Pause. Sonst komme ich hier gar nicht mehr weg, du. Goblin-Skelett! Müsste jetzt eigentlich Tschüss sagen. Geil! Ich kann mich auch an das erste Goblin-Skelett erinnern, wo wir da weggerannt sind. In der Hoffnung, dass der Saturas halt das Vieh kriegt. Und jetzt kommt so ein Feuerball von uns geflogen und wir knüppeln das Ding um. Aber hier haben wir aufgeräumt, ne? Ja, vorne ist nämlich der Bauer. Der Bauer Akil und sein Hof. Ich mag den Akil. Ist ein lieber Kerl. Oh, ich hab den Bursch ganz gern. Hier gibt's keinen Respawn? Nö. Gut. Wir haben das Auge Innos. Wir müssen jetzt eigentlich hoch zum Pass. Ich glaube, wir können auch nicht mehr machen. Doch, ich habe noch eine Sache, die ich machen kann. Da würde ich ganz gerne mal noch ein bisschen... aufräumen, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Und dann will ich echt nochmal in die Stadt gehen, will nochmal gucken, wo ich mich nochmal ausrüsten kann. Hier unten in das Tal darunter. Hier möchte ich nochmal runter. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch noch einiges zu holen. Oh, mit der neuen Feuermagierrüstung, ey. Bam, 115, 115, 63, 68. Schluckt das. Ihr bösen Monster, aber ist auch verdammt nötig. Sobald wir ins vierte Kapitel kommen, ist vorbei mit Spaß. Jetzt können wir hier noch den dicken Mogo raushängen lassen, aber easy. Naja, easy war es nicht. Es war schon knapp, aber das
Das hätte ich so jetzt nicht hingekriegt. Habe ich jetzt meinen Mana verballert? Nein, habe ich nicht. Super. Dann heile ich mich noch zweimal. Trink nochmal so ein... zwei, drei von den Dingern. Meine Feuerwurzel geschnitten. Hier, noch 38 Feuerwurzeln. Das ist übel. Hallo, Wagen. Ja, sind ja nur drei. Ja, drei Wagen sind kein Problem mehr für uns. Da unten schläft ein Schattenläufer, aber ich glaube... So, trink mal so ein Ding. Rennen hin und hauen dem eins auf den Knüppel. Hallo. Blöd gelaufen. Schwere Armbrust. Trank. Ist es euer Ernst? Ist es euer fucking Ernst? Da draußen ist ein fetter Schattenläufer. Ich habe mich echt auf eine schöne Höhle gefreut. Und was habe ich hier? Ein paar Goblins, ey. Die, die Goblins sind die nervigsten Gegner überhaupt. Die sind einfach nervig. Kannst du sagen, was du willst? Die sind nervig. Kannst du denn einfach mal so wegäutern? Nein. Mach's einfach so und so. Und so, okay, kannst du doch wegknüppeln. Ich habe nichts gesagt. Lass mich raten, die bewachen da irgendeinen Schattenläufer, ne? Wie, ihr habt Fleisch hier, hier, Jungs. Party ohne mich geht ja mal gar nicht, Mann. Ja, da ist was Böses drin. Ich räume ja gleich auf. Hallo Ratten! Ey, die Höhle ist echt, wenn ich mal bedenke, was vor der Höhle gewartet hat, dann ist das alles echt schwach. Was für eine Stufe haben wir denn? 32? Boah, wir brauchen auch nicht mehr viel, dann können wir es nicht... Oh, geil! Dann habe ich wieder 5 Lernpunkte. Die Frage ist, wo stecke ich die hin? Ich habe alles, was ich brauche. Ich könnte mal gucken, vielleicht stecke ich noch was in Stärke rein. Obwohl das ja eigentlich dumm ist, weil ich ja schon alles rausgehauen habe. Ich könnte mal gucken, vielleicht stecke ich noch was im Geschick rein. Können auch mal speichern hier, wenn ich hier schon die ganze Zeit rumlaufe wie so ein... Hallo Schattenläufer! Trank, Trank... Sie wenigstens einen ordentlichen Trank. Oh, Steintafel. Super. Kolben, Trank. Alter, das ist hier aber echt hier ein paar Menschen geflatscht. Der war mal dringend nötig, dass ich hier vorbeikomme. So, das müsst ihr nur mal dem Profi überlassen. So, Tränke natürlich nichts Besonderes dabei. Ja gut, ist halt doof gelaufen. Was haben wir hier? Stärke. Super. Stärke 2. Wie viel Stärke haben wir dann jetzt? 99. Ich brauche mindestens mal 110. Zweihand, nö. So, dann trinke ich nochmal so ein und die Höhle auch fertig. Super, das wollte ich nämlich auch noch machen. Dann haben wir eigentlich auch 35 Minuten erreicht. Supi-dupi. Schickt. Vorerst mal. Wie gesagt, diese Höhlen werden später nochmal alle besucht werden. Aber dazu dann, wenn es soweit ist. Aber bis jetzt genieße ich eigentlich gerade die OP-Macht in dieser Welt. Gibt es hier eigentlich noch was? Nö, hier ist alles leer. Okay. Gut. Gut, wollen wir nochmal in die Stadt gehen, gucken, was da abgeht.
Aber hier sollte jetzt echt Schicht im Schacht sein. Gibt's auch keinen Respawn, nichts. Alles easy. Hier, ich stehe jetzt über dir. Erzähl mir was vom Kloster. Ich kann dir was vom Kloster erzählen. So, Zuriss, was hast du denn so? Zeig. Reines Mana, ja, die Mana-Tränke nehme ich alle mit. Das auch. Mana-Tränke nehme ich alle mit. Das brauche ich nicht. So, alter Kanter, du Lümmelmann, hast du was? Zack, such dir was. Such dir was aus. Du hast nichts Besonderes. Nichts, was ich nicht. Nichts, was ich brauche. Ich muss weiter. Von mir aus, ja, ja. Du hast auch nichts. Also, wie gesagt, Äpfel und Mana-Tränke. Oder halt irgendwelche besonderen Pflanzen. Kronstücke! Es ist. Ist mir eine Ehre. Ja, geh mich auf den Sack. Ja, ihr habt alle nix hier, seid arme Schlucker. Ich würde ja gerne zu Salandril gehen, der hat nämlich eigentlich auch noch coole Sachen. Aber als Magier muss er dem halt echt einen von Latz klatschen. Das ist halt doof. So, Konstantino, hast du noch was für mich? Bestimmt. Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Yeah, super. Feuerläufer, ja, pff, nö, hast nix. So, Torben, hast du noch was für mich? Wenn es nur ein paar Dietriche sind, man kann ja nie genug haben. Wenn ich. Nee, er hat auch keine mehr. So, was habe ich, wie viele Dietriche habe ich denn überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Alter, ich habe 60 Dietriche. Das schickt. Zeig. Und der Typ hat auch nichts Besseres. Bossbar hat auch nichts. Der hat nur Jagdzubehör. Von mir erfährt keiner was. Ich muss mich. Naja, roll nicht rum. Du hast auch nichts Besonderes. Shit. Ich geh nochmal kurz in den Hafen und guck mal, ob die da was haben. Oh, schon wieder so ein langer Part. Nee, ist egal, ich find's cool. So, solange es keine Stunde geht, ist alles supi. Ich hab, wie gesagt, halt richtig Bock. Fenja! Zack. Du hast auch nichts Besonderes. Scheiße. Naja, danke schön. Ich glaube, ich hab hier schon alles. Mo, willst du dich nochmal mit mir prügeln? Ich mach dich one hit, bitch. Ja, du hast zwar coole Sachen, aber die bringen mir halt alle nichts. Nagur, ja, ja, Nagur, Magur, geh mich auf den Sack. Hallo Laris, mein Freund. So, vielleicht hält das mal ein bisschen länger hier. Du hast auch nur Fische. Warte mal, der Proviantmeister hat auch noch bestimmt was zum Handeln. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich habe für so etwas keine. Für Blatt. Innos! Ja, ja, für Innos. Das macht dir gut. Was dann? Nee, du hast auch nur Müll. Das war ganz nett, aber. Das bringt mir alles nichts. Innos Strafe. Das wird sich nie ändern. Innos Strafe. Ich zeige euch gleich mal Innos Strafe hier. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt Rat des Feuers hier. Das sind jetzt alles meine Bitches. Lass mal ins Bordell gehen. Erstmal in den Puff. Das erste, was man als Magier, als Priester macht, erstmal schön ins Bordell gehen, sich das Horn abhobeln lassen. Nee, Quatsch, macht man natürlich nicht. Offiziell. Zeig mir deine Ware. So, du hast auch nichts. Och, ihr seid alles echt. Du hast bestimmt mir noch eine Weissagung zu machen. Kannst du mir. Oh, Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Erst wenn die Zeit. Ah, ja, stimmt. Ich muss erst ins dritte Kapitel kommen. Ja, das hält auf jeden Fall länger. Louis Hammer ist zwar eine ganz günstige Alternative. Aber Innos sah, was geschehen war. Okay, ihr könnt mir halt alles nichts beibringen. Das bringt mir halt auch wirklich alles gar nichts.
Von mir erfährt keiner was. Weil... Ich glaube nicht, dass ich da noch nicht mehr so viele Lernpunkte habe. Vor allem sind meine Werte jetzt auch nicht wenig. Ach, ist doch alles nur gerecht. Du bist noch da? Warte mal. Was machst du hier? Was sprichst du mich an? Ich, Sag mal, kenn ich... Kann schon sein. Nicht so patzig. Schlag mir gegenüber wenigstens jetzt. Du Missgeburt, ey. Wenn du wüsstest, wer ich bin hier. Junge, siehst du die Robe? Ey, die Robe, ey, die lässt sich Eier lutschen. Entschuldigung, aber bei sowas geht mir echt die Hutkrempe. Ich trage das Auge bei mir. Du trägst das Auge. Dann bist du ein erwählter Innos. Ich werde losziehen und alle Drachen im Minental töten. Geh mit Innos und vernichte das Böse mit seiner Macht. Ja, ja, mach ich schon. Gut, easy. Ich will nochmal zum Gärtner, vielleicht hat er noch was, aber ich glaube, die haben alle vor dem nächsten Kapitel alle nichts mehr. So, Feuernessel, Kraut und Wurzel. Ist zwar ganz nett, aber es bringt mir alles wirklich nichts. Wie gesagt, Zalandir wäre zwar ganz nett, aber es bringt mir halt nichts. Was hast du denn? Du hast natürlich auch nichts Besonderes. Die Tränke könnte ich mir noch geiern. Nee, ich habe aber eigentlich... Na komm, was soll der Geiz? So, jetzt habe ich die Stadt abgeklappert. Könnte natürlich noch zu den Höfen gehen, könnt gucken, ob die da noch was haben. Aber ich glaube, da habe ich auch schon alles abgeklappert. Die süße Elena hat leider nichts mehr. Die Sagitta habe ich abgeklappert. Die haben halt alle keinen Respawn mehr. Erst wenn wir jetzt das neue Kapitel betreten, die Dingsbums, dann verändert sich das Minental. Das wird dann nämlich belebter. Jo, gut, haben wir alles, was wir brauchen, ne? Wenn ich die jetzt anziehe, schlachten sie mich alle. So, hier, Konstantino, hast ja nichts dagegen, ne? Ich leg mich mal kurz in dein Bett. Geronimo! So, ich habe alles gemacht. Ich mache jetzt hier Pause und speichere ab und dann reicht's für heute. Und dann mache ich mir mal Gedanken, was ich so machen will. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ordentlich Feuer gemacht und ja, wir sehen uns dann hier. Macht's gut.